Also, die Anlage hier mal gebaut von einem großen Hamburger Hafenbetrieb zur Schulung seiner Mitarbeiter. Wir sind hier diejenigen, die die Anlage betreiben. Ich und meine Kollegen oder Marco heute qualifizieren hier Personal, das in den Betrieben schon arbeitet. Wir qualifizieren aber auch Leute für die Hafen- und Umschlagsbetriebe, sowie für die Logistikbetriebe, die hier im Dunstkreis des Hafens arbeiten, neue Mitarbeiter brauchen etc. pp. So, Hauptarbeitsschwerpunkte hier draußen auf der Anlage. Ich nenne diese Anlage immer Hamburgs schönsten Abenteuerspielplatz für erwachsene Menschen, Männlein wie Weiblein. Hier darf nämlich gefuhrwerkt werden und gearbeitet werden und hier darf auch mal was kaputt gehen. Ja? Hier sollen die Leute Flurförderzeuge oder Stapler fahren lernen. Hier sollen sie lernen, wie man zum Beispiel hier mit Ware umgeht. Hier sollen sie aber auch lernen, wie man, ich weiß gar nicht, ist hier gepackt, ja, wie man Container vernünftig stafft. Hier soll aber auch gelernt werden, was ist ein Container überhaupt? Wie geht man damit um, bevor wir den beladen? Was kontrollieren wir an dieser Stahlkiste oder an den Stahlkisten, die wir hier haben? Damit, wenn die im Schiff verladen werden, unterliegen die auch ganz klassischen Prüfungskriterien, wie unser Auto beim Schiff. Die haben auch Prüfungsintervalle, die haben bestimmte Schäden, wo sie noch transportfähig sind oder auch nicht mehr transportfähig sind. All solche Geschichten kann man hier lernen und kriegen die jungen Kollegen hier beigebracht, aber auch die älteren Kollegen. Wir können hier, und dadurch ist die Anlage natürlich Gold wert, mit den Kranen das Anschlagen von Lasten üben, große Kisten, Fahrzeuge, wir haben hier LKWs, wir können hier alles andere anhängen. Wir können aber auch so ein bisschen üben und lernen oder beibringen und gemeinsam uns erarbeiten, wie gehen wir um bei einer Waggonverladung, wie transportieren wir bestimmte Güter, wie machen wir Güter fest, die auf Containern stehen, wie hier links die Kiste, ja. Hier ist einfach mal demonstriert, wie mache ich eine Kiste fest, die den Container nicht ganz ausfüllt, die vielleicht schwer ist, vom Ladungsgewicht her den Container auslastet, aber von den Maßen den Container nicht auslastet. Wie kriege ich das Ding einigermaßen fest? Sieht man hier wunderbar, dass die Kiste nicht verrutscht, wenn sie transportiert wird auf dem LKW, auf der Bahn, und dass sie sowohl nach vorne oder hinten oder auch zur Seite nicht verrutscht. Das kann man hier wunderbar demonstrieren. Und wir können diese Kiste anschließend auch auf einen LKW setzen oder auf einen Trailer setzen und hier mal verfahren und bremsen. Und die Leute können immer gleich sehen, das, was wir gemacht haben, haben wir richtig oder falsch gemacht. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Hier soll ausprobiert werden. Und ich hatte ja eingangs gesagt, hier darf auch mal was schief gehen. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding auf einen LKW gesetzt hätten oder auf einen Rolltrailer gebremst hätten und die wäre verrutscht, wäre das für die Leute ja ein schöner Aha-Effekt gewesen. Und dann kann der Ausbilder beigehen und kann sagen, was machen wir nun besser? Also wir im Tun lernen sozusagen. Ja? Learning by doing. Und Wahlspruch des Hauses ist ja aus der Praxis für die Praxis. Von daher ist diese Anlage hier ideal, um genau das zu machen. Ja, wenn wir hier rumgehen, man sieht hier eine Menge Ladung rumstehen, Container, unser altes Freifallrettungsboot, was wir... Ja, bilden ja auch Seeleute aus oder Menschen, die zur See fahren, in so Fertigkeiten Advanced Firefighting und Rescue Boat. Das heißt, hier geht es darum, wie komme ich möglichst schnell in ein Freifallrettungsboot, wie muss ich mich da verhalten drin, wenn der Notfall ist. All solche Geschichten können wir hier lernen, nicht hier auf der Anlage, wir haben eine Dependance am Fischmarkt, da sind die Boote stationiert. Aber die zweite Sache, die wir für Seemenschen machen, die zur See fahren. Wir bringen ihnen bei, wie verhalten sie sich eigentlich, wenn auf ihrem Schiff Feuer ausbricht, dann sind Seeleute auch ihre eigenen Feuerwehrleute. Das heißt,
wenn da irgendwas, die Ladung brennt oder irgendwo im Schiff es brennt, dann können die nicht 112 anrufen, dann kommt ein rotes Feuerwehrauto dahin gefahren, sondern die müssen sich selber helfen. Ja? Und das kann man auch in unserem Übungsschiff hier wunderbar demonstrieren. Das heißt, wir können dieses ganze Teil einnebeln, das wird hier auch gemacht. Wir haben dann einen Feuerwerker hier, der lässt das hier krachen und rumsen. Und die Seeleute müssen ganz klassisch von Deck aus in den Laderaum über die Niedergänge gehen und versuchen, Brände zu löschen, die hier drin simuliert werden. Sichteinschränkung, weil es wird tatsächlich eingenebelt. Und so sind die vielleicht ein bisschen besser gewappnet, wenn ihnen wirklich mal was auf See passiert. Wenn wir hier das Schiff angucken, dann sehen wir hier eine Menge Gerät. Also, wir können machen hier natürlich in den Grundzügen auch die erste Geräteausbildung. Flurförderzeuge ganz starken Anteil. Wir haben hier 10, 12 verschiedene Stapler. Und wenn bei uns jemand einen Staplerschein macht, dann soll er Stapler fahren. Und unsere Intention ist auch wieder aus unserem Wahlspruch sozusagen oder unserer Philosophie heraus, aus der Praxis für die Praxis. Hier soll jeder Schüler auch einen Stapler fahren und nicht 2 fahren Stapler und 8 stehen rum, sondern nein, hier werden nur so viele Schüler oder Teilnehmer herangenommen, wie wir Gerät haben. Da so stellen wir auch sicher, dass jeder fährt. Ja? Und wir lassen die rotieren und die fahren unterschiedliche Typen. Und wir haben genügend Ladung, dass sie auch mit Ladung umgehen lernen. Und so stellen wir, glaube ich, ziemlich gut sicher, dass wenn sie dann tatsächlich zurück in ihre Betriebe gehen, dass sie das Gerät zumindest beherrschen, dass sie mit Ladung umgehen können, dass sie noch nicht der super Staplerfahrer sind. Das macht die Routine nachher genau wie beim Autofahren. Ja? Ferner kann man dieses Schiff, wenn wir hier mal weiter reingehen, dazu nutzen, auf engem Raum zu üben, wie gehe ich mit Ladung in engsten Räumen um, wie nehme ich Rücksicht auf Kollegen, wenn hier viele Menschen drin arbeiten. All solche Geschichten kann man hier wunderbar trainieren. Und ich nutze die oder wir nutzen diese Anlage immer sehr häufig dafür, dass wir hier klassische Rollenspiele machen. Also ich kann hier, wenn ich eine Gruppe von 10, 15 Leuten habe, sagen, du bist der Lademeister, du bist der Fietz, du bist der Staplerfahrer, du bist der Kranführer und so weiter. Und schon entstehen hier so Rollenspiele, die kriegen die Dokumentation, die sollen dieses Schiff beladen, die kriegen also einen klassischen Arbeitsauftrag. Und dann können wir sehen, wie verhalten sie sich, wie arbeiten sie miteinander, wie arbeiten sie zueinander und können so die Leute so ganz langsam darauf hinschieben, was ihre zukünftige Verantwortlichkeit später in den Betrieb ist. Gut, dafür wird das hier sehr häufig genutzt. Und ich denke, hier kann man zumindest die Grundlagen legen für das, was die Kollegen da draußen erwartet. Und wenn die Kollegen dann oder Kolleginnen dann da rausgehen, dann haben die so ein bisschen ein sicheres Bauchgefühl. Zum anderen treffen sie uns vor Ort auch immer wieder. Ich persönlich, meine Kollegen auch. Wir sind relativ viel draußen und kümmern uns auch in den Betrieben darum, dass Leute da vernünftig weiterarbeiten können, Wege machen können. Wenn sie Fragen haben, sind wir immer für sie da. Ja?